müssen wir dann wohl machen. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Deshalb können wir auch hier raus. Wurde es irgendwie dunkel? All those times I played with the music box and never found the basement key. Ja, stimmt, weird. Warum hat sie nie die Musikbox so lange gedreht, bis der Schlüssel rauskam? Ich weiß ja nicht. Keller mag ich eigentlich nicht so sehr. Vor allem in so einem Haus. Ich weiß, das Spiel ist wieder eigentlich kein Horror-Game oder so. Aber irgendwie haben immer diese Walking Simulator so eine Atmosphäre, die einem doch immer so ein bisschen Angst macht. Es ist immer so schön ruhig, man ist einsam. Sven, die Kreissäge. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Das war wahrscheinlich das Miniaturprojekt für die Rutsche draußen. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Was ist das denn jetzt? Ich sehe gar nichts. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Ah. If there's a pattern in all these stories... Ein Prepper-Bunker. I think it's that none of us has gotten very far. First aid. Walter. Hauptsache, der Radio ist noch an. Oder was ist das? Ja, das ist der Radio. Walter, 52 bis 2005. Der hat lange gelebt. Und da geht's dann wohl gleich weiter. Schöne Aussicht. Mount Fuji, ne? Ne, keine Ahnung, was das ist für ein Berg. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Sorry, mein Controller spielt gerade verrückt. Ich muss ihn kurz hinlegen. Man hört es vielleicht. So, sorry. Musste ich ihn dann ein bisschen woanders hinlegen, der wollte gerade nicht mehr aufhören zu vibrieren. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything.
Und was, also was ist das genau? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Das ist ja keine Bombe oder sowas. Wenn's immer pünktlich an der gleichen Zeit passiert. And then one day, everything just stopped. 2005. Whatever that thing was, it was gone. Ja, was war maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Beides möglich. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave, while I still can. Was war das die ganze Zeit? So 30 Jahre lang war Walter hier unten. Brasil, Russia, Thailand, India, Frankreich, China, Spain, Italien. Aber warum war Walter hier unten? Irgendwas muss es ja ausgelöst haben. Und dann hat er wahrscheinlich Angst gehabt und nie mehr ging er hoch. Dabei war vielleicht die ganze Sache schon längst vorbei, von der er Angst hatte. I know it's out there, somewhere. Ja, aber was? Whatever killed Barbara. Aber Molly. And Calvin. Ja, der Fluch. Der Familienfluch. Maybe this is all a mistake. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Oh, fuck. Kein schönes Ende. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Der Radio geht einfach immer noch. I'm sure my mom was trying to protect me. Das war echt kein schönes Ende. Nach 30 Jahren endlich aus dem Bunker hinaus. Und dann stirbt man durch sowas. Und hat gerade mal ganz gut die Sonne und das But Licht if she never gesehen. Told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Dürfen wir nur nicht den gleichen Fehler machen. Or maybe two. I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem.
Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Well, let's see. Irgendwie am Ende. Ist wohl die ganze Insel ein bisschen zusammengekracht. Aber das, was sie jetzt gerade gesagt hat, kann gut möglich sein. Vielleicht war es ja gar kein Fluch. Vielleicht sind es halt einfach wirklich bloß Unfälle gewesen. Und am Schluss glauben. I don't know if I should even be writing this. Alle an einen Familienfluch und sterben deshalb, weil sie irgendwie denken, dass sowieso was passieren wird. Maybe it'd be better if all this just died with me. Ich sehe schon, sie überlegt ein bisschen zu viel. But I thought you should know about your family. Und ich glaube, das kann in eine sehr schwierige Richtung abdriften. And the history you're a part of. Was am Ende vielleicht nicht wirklich gut ausgehen wird. Und mit einer Tragödie enden wird. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Schon ein bisschen, ja. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. Ich weiß, da geht's wahrscheinlich nicht weiter. Wie die Treppe hoch müssen. Aber trotzdem. Ich frage mich ja wirklich, was das da draußen ist. Sieht doch nicht wirklich aus wie eine Boje. Das Spiel hat echt eine schöne Atmosphäre.